Aber ich muss noch telefonieren. Ist gut. Ich muss noch mal ins Restaurant, aber ich komme bald wieder. Versprochen. Du bleib nicht zu lange. Nein. Also, bis nachher, Daddy. Ich bin so weit gegangen, wie ich nur konnte und sehe keine Alternative. Es ist, als würdest du ihr einen geladenen Revolver reichen. Was redest du da? Ich sage dir, sie unternimmt nichts. Woher weißt du das? Wenn sie erst mal die ganze Geschichte gehört hat, dann versteht sie auch, warum sie schweigen und die Ohrringe verschwinden lassen soll. Wir haben einfach keine andere Wahl, denn sie wird sie andernfalls auf der Trauungszeremonie ihrer Eltern tragen und Kies würde sie dort was sehen. Was macht dich so sicher, dass sie es sich anders überlegt? Ich denke, sie will, dass Kies alles erfährt. Wieso? Du weißt doch, sie hasst mich. Sie hasst dich doch nicht. Oh. Mach doch keine Witze. Bitte hör doch mal zu. Unsere Geheimnistuerei ist der Grund für ihr Misstrauen. Und wenn wir nicht offen sind, denkt sie, dass sie von uns was zu befürchten hat. Du denkst doch nicht, dass sie etwas tut, was auch mir schaden würde. Oh, Cruz, ich sehe, du hast keine Ahnung, was Eifersucht anrichten kann. Wo gehst du hin? Oh, zu einer Versammlung. Hältst du etwa eine Predigt? Nein, aber ich muss einen guten Eindruck machen. Trägst du das zur Hochzeit deines Vaters? Ich weiß nicht, ob die Hochzeit wirklich stattfindet, aber sicher etwas, das noch in den Geschichtsbüchern stehen wird. Wollte er nicht um jeden Preis daran festhalten? Ja, aber das war gestern. Danach scheint er etwas in Panik geraten zu sein. Sag bloß, dass der Mann sich kleinkriegen lässt von dieser verschlagenen Person. Lilly, bis gestern sah mein Vater der unerfreulichen Tatsache ins Auge, dass seine jüngste Tochter bis zum Ablauf der Verjährungsfrist ständig auf der Flucht sein würde. Da kam plötzlich Gina mit dem Videoband, das eindeutig beweist, dass Kelly aus reiner Notwehr gehandelt hat, als sie Dylan Hartley tötete. Willst du diesem Mann verübeln, dass er jetzt nach Auswegen sucht? Selbst wenn der Weg über Gina führen sollte. Hallo? Mason, kannst du sofort herkommen, bitte? Muss ich denn befürchten, dass du deine Pläne änderst? Ich habe schon meinen besten Anzug und meine besten Manieren hervorgeholt. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Nach dem, was du mir gestern gesagt hast? Vergiss, was ich sagte. Ich habe mich geirrt. Ich weiß, dass du in der Angelegenheit mit Gina nur helfen wolltest. Es war ungeschickt von mir. Bitte, Mason. Nun, ich wollte ohnehin zu euch kommen. Ich könnte auch früher da sein. Na, das Zimmer sieht ja nett aus. Ich würde das Video doch niemals hier verstecken, also die halten mich wohl für ziemlich dumm. Und was ist mit deinem anderen Kleid? Hm? Das ist zu bieder. Heute ist nicht der Tag, an dem ich im Hintergrund zu stehen gedenke. Liebling, du könntest heute Kleider von Sonja Riquiel anziehen. Hm? Es würde dir nichts nützen. Au! Sie werden dich nicht mal durch den Eingang, geschweige denn in das Hochzeitszelt lassen. Willst du wetten? Gina, ich frage mich wirklich, wieso du eigentlich unbedingt dahin willst. Weißt du, ich gebe Sissi die Möglichkeit, auf mein Angebot zurückzukommen. Soweit ich weiß, endete dein letztes Angebot in Form von Papierschnipseln auf dem Fußboden. Na und? Mason hat Kopien gemacht. Mason denkt aber auch wirklich an alles. Nur nicht daran, einen seriösen Vertrag zu machen, diese Null. Wärst du doch nur zu mir gekommen. Du solltest nur zu mir gehen. Aber wo gehst du hin? Du gehst wieder zu deinem Spezi. Und das war dein größter Flop. Du weißt doch, wieso ich ihn wollte, Kies. Mason wollte die Gelegenheit nutzen, um Sissi einen richtigen Schlag zu versetzen. Egal wie, aber Sissi hat sich nicht bluffen lassen und wird seine Meinung in letzter Minute auch nicht mehr ändern. Eine harte Nuss. Aber das war kein Bluff. Das ist Sissis Problem, dass er so etwas denkt. Vergiss es. Yet nothing, no, sweetheart. Noch ein weiterer Grund spricht für Mason. Aha. Er denkt nicht so pessimistisch wie andere Männer. Ich hätte da einen Vorschlag für dich. Gründet doch beide einen Club. Der hieße dann Verein für uneinsichtige Wunschdenker. Das wäre doch was, nicht? Und weißt du auch wieso? Sissi kann nicht verlieren. Ich meine sogar, dass er nicht verlieren wird. Und darum werde ich heute mein Geld auf ihn setzen und nicht auf dich. Hallo? Hallo. Ich sagte doch, ich werde sie heute tragen. Setz dich doch mal kurz, bitte. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe zu tun. Ich erkläre dir, was es mit den Ohrringen auf sich hat. Was ich dir von Katie Timmons erzählt habe, war in Wirklichkeit nicht alles. Cruz, da ist also mehr. Ja. Ich ertrage das nicht. Deshalb hast du mir neulich nicht alles darüber erzählt. Victoria hat es dir eigentlich verboten, ist es so?
Ich hielt es nicht für gut, dass du alles weißt, und so denke ich immer noch. Mir bleibt allerdings keine andere Wahl. Tori und ich sind an jenem Tag am Strand gewesen. Der Tag, als Kitty ertrank? Ja. Und sie hat uns dort gesehen. Nein, geh weg! Fass mich nicht an! Du hast es gewusst! Nein, lass mich in Ruhe! Katie! Nein, was? Was meinst du, soll ich sie ignorieren? Tori war dann zu ihr gegangen, um mit ihr zu reden. Es endete mit einem Streit. Worüber stritten die beiden denn? Nun, über das, was Katie gesehen hatte, nehme ich an. Tori und ich waren verliebt. Und wir hatten angenommen, dass wir allein am Strand wären. Und Katie tauchte rein zufällig an diesem stillgelegenen Ort auf? Du hast es geplant. Du wolltest unbedingt, dass ich euch beide sehe. Du wolltest mir ja nicht glauben. Ich hab's dir oft genug gesagt. Es hat nichts genützt und nun kannst du es sehen. Wolltest du mir zeigen, wie leicht es dir fällt, ihn zu verführen? Ich wollte dir zeigen, dass Cruz schon immer zu mir gehört. Aber du wolltest nicht aufgeben. Du zwingst mich ja sowas zu tun. Nein, er liebt mich, nicht dich. Ich hörte nicht, was sie redeten, aber die Sache schien sich zuzuspitzen und das konnte ich nicht länger mit ansehen. Katie sah mich und rannte zum Wasser hin. Ich konnte nicht schwimmen. Ich hatte mir meine Hand bei einem Arbeitsunfall verletzt. Was tat denn Victoria inzwischen? Ja, Eden, das weißt du noch nicht. Die Wahrheit ist, Katie hat uns schon oft solche Szenen gemacht. Das war so ihre Art. Sie schrieb uns ständig Briefe. Besuchte mich bei der Arbeit. Sieh mal, wir glaubten, es wäre nur ein Bluff, nur um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Verdammt, wieso schwimmt sie so weit raus? Das ist genau das, was sie will. Tori, die Strömungen da draußen sind wirklich stark. Sie kann sehr gut schwimmen. Sie hat schon eine Menge Medaillen gewonnen. Ja, ich weiß. Es ist aber leichtsinnig. Es ist wieder einer ihrer Versuche, Aufmerksamkeit zu erregen. Ich rufe besser die Küstenwache an. Das ist doch übertrieben, lass es. Behalt sie im Auge! Ich versuchte Hilfe zu holen. Ja, aber ich verstehe nicht, wie verhielt sich Victoria? Sie hat dort gestanden. Nachdem ich zurückkam, hatte sie Katie aus den Augen verloren. Was war mit ihr? Nein, es passierte... Passierte das, was wir geahnt hatten. Sie war um die gesamte Klippe herumgeschwommen, wo wir sie nicht sehen konnten. Wo ist sie? Ist schon in Ordnung. Sie ist um die Klippe geschwommen. Ganz sicher? Ja, ich sagte doch schon. Sie wollte sich nur in Szene setzen. Sonderbar, wären wir nicht gegangen, hätte es schon damals rauskommen können. Lass uns mal nachsehen. Ich wollte sie finden. Wir gingen sie suchen. Genau das will sie auch doch. Auch wenn es ein langer Weg ist. Ich will wissen, ob alles in Ordnung ist. Cruz, wieso tust du denn das? Wie oft willst du denn noch auf ihre kleinen Tricks hereinfallen? Sie hört doch nie auf. Sie ist nun mal so. Es mag zwar grausam klingen, aber es ist besser, sie erfährt es jetzt, bevor es schlimmer wird. Wie kann es noch schlimmer werden? Sie ist völlig fertig und das ist meine Schuld. Ich bin es, die sie hasst. Ich will darüber nicht diskutieren. Ich will sehen, ob sie in Ordnung ist. Komm jetzt. Wir gingen los und wenig später fand man Katies Leiche am Strand und wir rannten um die Klippe herum. Warteten auf sie. Aber Katie ist doch nie dort angelangt. Nein. Du willst also damit sagen, Victoria sah zu, wie Katie ertrunken ist? Nein. Ich sagte doch, wir hatten sie aus den Augen verloren. Aber woher willst du das wissen? Du bist gegangen, du hast Hilfe geholt, du warst doch nicht dort. Sie muss um die Klippe geschwommen sein. Haben Sie da draußen jemanden gesehen? Hat jemand um Hilfe gerufen? Behalt sie im Auge! Hilfe! Hilfe! Hat jemand um Hilfe gerufen? Eine Frau wurde von der Rettungsstation aus gesichtet. Sie war ziemlich weit draußen. Bei dieser Brandung hätte sie keine Chance. Ja, ich sah da eine. Sie schwamm um die Klippe herum. Gut, dann sage ich Bescheid. Sie wird es schaffen. Sie ist eine gute Schwimmerin.
sie wollte sich nur ins Zimmer setzen. Wo ist sie? Ist schon in Ordnung. Sie ist um die Klippe geschwommen. Ganz sicher? Ja, ich sagte das schon. Sie wollte sich nur in Szene setzen. Du hast es geplant. Sie wollte sich nur in Szene setzen. Behalt sie im Auge. Hat jemand um Hilfe gerufen? Bist du sicher, dass Victoria dir alles erzählt hat? Ich denke, das hat sie. Wenn das so ist, also, dann war das bloß ein Unfall und du hast keine Schuld. Versteh doch, Tori hat das Ganze inszeniert. Sie war darauf aus, dass Katie uns sehen sollte. Das ist nicht gerade sehr fein, aber es ist kein Verbrechen. Und während ich weg war, die Küstenwache alarmieren, da kam ein Rettungsschwimmer. In dieser Situation sagt ihm Tori das, was sie für einzig richtig hält. Dass Katie außer Gefahr wäre. Am nächsten Tag schrieben die Zeitung darüber und es wurde erklärt, dass die Rettungsversuche nur durch eine Unbekannte gescheitert wären, die behauptet hatte, dass Katie nicht nach Hilfe rief. Genau damit machte sich Tori strafbar. Sowas ist doch eine Theorie. Dafür, dass sie geglaubt hat, die Wahrheit zu sagen, kann sie doch keine verurteilen. In den Augen der Justiz ist das strafbar. Weiß auch Keith Timmons davon? Es war auch der Tag, als sie ihren Ohrring verlor, mitten am Strand. Doch sie bemerkte es nicht gleich. Als sie zurückkam, war der Ohrring nicht mehr da. Keith Timmons hat ihn vorher gefunden. Um mir das zu sagen, kam sie damals nach Anacapa. Timmons hat ihn all die Jahre aufbewahrt. Er konnte seinen Verdacht nie beweisen. Ich danke dir. Das ändert jedoch, fürchte ich, gar nichts daran, dass Keith dich verantwortlich macht für Katies Tod. Das ist wahr. Tatsache ist auch, die einzige Person, die nichts getan hat, die es vorgezogen hat, unbeteiligt zuzusehen, Victoria gewesen ist. Doch Keith gibt dir die Verantwortung für Katies Tod und sie lässt ihn gewähren. Ich kann das nicht akzeptieren. Eben, ich bin nicht völlig unschuldig. Doch, ich denke schon. Und wenn Victoria wirklich etwas an dir lege, dann würde sie doch zu Keith gehen und ihm die Wahrheit sagen. Er hat das Recht, die Wahrheit zu erfahren. So wie ich auch. Nächste Woche gehen wir. Warte doch, wo gehst du hin? Ich wollte nur ins Büro gehen. Was hältst du davon? Hör zu, ich bin... Also, ich danke dir dafür, dass du mir die ganze Geschichte erzählt hast. Denn ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist. Aber Cruz, wenn du auch weiterhin noch fest entschlossen bist, Victoria zu beschützen, dann wird es meine Aufgabe sein, dich ebenso in Schutz zu nehmen. Ihr das Video zu überlassen. Was macht dich so sicher? Du hast ihr den Vertrag aufgesetzt. Sie vertraut dir, das ist der einzige Grund. Sie vertraut mir nur sehr begrenzt, Dad. Sie ist nicht gewillt, das Geheimnis preiszugeben. Hast du es versucht, Mason? Nein, ich habe schon seit sehr langer Zeit keine aussichtslosen Kämpfe mehr geführt. Die jahrelangen vergeblichen Versuche, dir etwas recht zu machen, waren leere genug. Du könntest mir jetzt gefällig sein. Und mein Dank wäre dir sicher. Was ist das für eine ungewöhnliche Ehre? Und warum sollte ich erfolgreich sein, wo deine hochbezahlten Detektive versagen? Nun, was ihnen fehlt, ist deine Gabe zu überzeugen. Du meinst zu überlisten. Das ist egal, solange es funktioniert. Dad, Gina hat eine feine Nase dafür. Wenn sie Wind davon kriegt, kann sie sehr gefährlich werden, nicht auszudenken, was sie dann anstellt. Es kann kaum schlimmer als dieser teuflische Ehevertrag sein, den ich unterschreiben soll. An deiner Stelle würde ich kein Risiko eingehen. Wenn es bei dem Video die geringste Chance gibt, gehe ich das Risiko ein. Und bin ich diese Chance, ja? Die absolut letzte Chance, die du hast. Ja, so ist es. Willst du mir helfen? Dad, fragst du oder befiehlst du? Wie du willst. Nun, ich will es genau wissen. Gut, Mason, wenn du es hören willst, hilf mir. Dad, ich habe dich was gefragt und ich erwarte eine Antwort.
Ich bitte dich darum. Also wirklich, das musst du mir unbedingt auf Band sprechen. Habe ich nicht ein Recht auf eine Antwort? Gina, hier Mason. Oh, gar nichts weiter. Es wird nur etwas langweilig. In der Wohnung rumzusitzen, ganz allein. Tja, vielleicht hast du Lust, vorbeizukommen. Dass ich dich hier finde. Oh, Cruz, ich bin dir so dankbar. Weißt du, ich dachte an den Tag, als ich hierher zurückkam, wegen des Ohrrings. Und meine schlimmste Befürchtung eintraf, dass Keith ihn finden. Tori, ich erzählte es Eden. Ja, ich weiß. Ich habe dir nicht vertraut. Und in Eden habe ich mich getäuscht. Ich habe gesehen, dass sie die Ohrringe zurückgegeben hat. Sie hat sie nicht zurückgegeben. Sie hat sie abgelegt? Ja, aber sie hat sie behalten. Sie wird sie doch verschwinden lassen. Cruz, wie hat sie denn reagiert? Wie sie reagiert hat, sie war wohl sehr erleichtert, doch auch wütend. Ja, auf mich. Sie findet, dass Keith es erfahren sollte. Oh nein. Wird sie es ihm erzählen? Nein, ich bin sicher, das überlässt sie uns. Das muss ich machen. Tori, wir sind im juristischen Sinne schuldig. Ja, aber wer ist es im moralischen Sinne? Das ist allein meine Sache. Hat sie begriffen, dass ich angeklagt werden kann und dass du als mein Mitwisser auch angeklagt werden kannst? Und jetzt, wo sie weiß... Ja, das ist ihr schon klar. Sie findet nur, dass wir uns zu viel Sorgen machen. Die meisten Leute sehen das als rein theoretische und nicht als wirkliche Schuld. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Sie hat recht in dem Punkt. Vor allem, weil Keith jetzt kein Staatsanwalt mehr ist. Denkst du, ich sollte es ihm sagen? Nein, ich denke, wir sollten... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht würden wir damit diese Affäre endgültig aus der Welt schaffen. Ich war auch der Meinung, wenn ich es Eden erzähle, dann würde alles wieder gut werden. Aber das war sehr naiv. Als ich mir das Schlimmste vorstellte, weißt du, da sah ich mich mit hoch erhobenem Kopf stehen, ganz groß und stark. Und nun sieh mich an. Ich verlange keine sofortige Entscheidung von dir. Ich finde, du solltest dir Zeit lassen. Wann soll ich denn aber eine Entscheidung treffen? Etwa erst dann, wenn du die Frau, die du liebst, verloren hast? Nein, ich sag es ihm. Aber ich werde es allein tun, Cruz. Ich werde es allein tun, ganz allein. Das verlange ich nicht von dir. Hör mir zu. Du hast mich die ganzen Jahre beschützt und gedeckt. Und jetzt bin ich an der Reihe. Ich verspreche dir, dass dein Name nicht fallen wird. Dazu gehört nur etwas Courage. Lass dich anschauen. Ein Bild zum Einrahmen. Für mich kann nichts schön genug sein, Mason. Aber, wo ist die Untermieterin? Bestimmt reinigt sie ihre arme Seele durch ein Bad in den Abwässern der Hafenanlage. Lily hatte eine Verabredung im Orient Express. Sie wird den ganzen Nachmittag über weg sein. Du bist sehr schnell gekommen. Nun, du hast lange nicht mehr angerufen. Ich war schrecklich neugierig. Ich war auch ein wenig neugierig. Nach dem, was gestern passiert ist... Ich wollte herausfinden, ob du jetzt einen anderen Plan hast. Ich brauche keinen anderen Plan. Ich brauche mich nur zurückzuziehen und auf deinen Vater zu warten. Du machst eine Wissenschaft daraus. Erstaunlich, Gina. So beeindruckt bin ich nur sehr selten. Du kennst mich. Kaviar? Ich kannte dich früher. Ja, ich habe mich inzwischen ganz schön verändert. Ich habe eine Selbstanalyse gemacht. Ich fühlte mich unglücklich damals und suchte nach einer... Erneuerung der Seele. Daraus wurde nichts. Den Eindruck habe ich auch. Es war eine wichtige Erfahrung, aber verändert habe ich mich nicht. Außer, dass ich jetzt einsam bin. Oh, leistet Lily dir keine Gesellschaft, Mason? Sie ist ein Kind, Gina. Ich weiß ein Mittel gegen Einsamkeit, aber das letzte Mal hast du mir stattdessen, Enthaltsamkeit gepredigt. Das war sicher der letzte Versuch, durch Selbstverzicht zur Erlösung zu gelangen.
Ich hoffe nur, ich habe meine Chance nicht ganz verspielt. Oh, ich bin doch lieber still. Deine Chance auf was? Du hast etwas Bestimmtes an dir, das vorher nicht da war. Ich finde dich sehr attraktiv. Meine Theorie ist, das ist ein Ergebnis jahrelanger Kämpfe. Du bist durch sie ziemlich verändert worden. Es war für mich die Hölle, Mason, und das ist nicht gerade das, was einen Menschen attraktiv macht. Nein, aber du hast Kräfte freigesetzt, von denen du keine Ahnung hattest. Stärke hat manchmal einen äußerst kosmetischen Effekt auf Menschen. Ich habe gelernt, mich bei besonderen Anlässen lieber auf Make-up zu verlassen. Ich meine es ernst, Gina. Ich denke immer wieder daran, was du alles vollbracht hast. Du ziehst dich zurück und kurz darauf, da präsentierst du den perfektesten Plan, den es gibt, und holst dir alles zurück. Ich gratuliere. Gratuliere mir nicht zu früh. Warte, bis ich wieder Mrs. Cissy Capwell bin. Ich vermute, dass dein Plan durch zwei Eigenschaften in die Geschichte eingeht. Durch viel Fantasie und durch Stil. Du erhebst die Rache für mich zu einer Kunstform. Ich kann dich dafür nur bewundern. Willst du mir den Kopf verdrehen? Wenn er sich in meine Richtung drehen würde? Oh, ich weiß nicht, Mason, denn beim letzten Versuch, da bin ich voll abgeblitzt. Weißt du, jeder macht mal einen Fehler. Ich hoffe, du kannst mir meinen verzeihen. Es kommt darauf an, was für mich dabei herausspringt. Finden wir es doch heraus. Stimmt was nicht? Wieso? Ich weiß nicht. Gar nichts. Möglicherweise stimmt alles. Ich kann aus dir nicht schlau werden, Mason. Ich weiß nicht, bist du nun auf meiner Seite oder bist du gegen mich? Was führst du im Schilde, Mason? Ich fürchte, du kennst mich noch immer nicht, Gina. Wieso? Ich war doch immer an deiner Seite, Gina. Wenn auch nicht körperlich, so doch im Geiste. Wie wäre es, wenn wir beides versuchten? Es sieht wunderschön aus. So wie du. Sonst höre ich das ja wirklich gern, aber jetzt interessiert mich nur eins, verstehst du? Leider nichts Neues vom Liebling. Was machen wir nun? Liebling, wir haben noch 2 Stunden. 2 Stunden? Die Detektive haben bis jetzt noch nichts gefunden. Was sollen sie da in 2 Stunden Mason finden? Mason findet das Video vielleicht. Was meinst du mit Mason? Ich wollte, dass er mit Gina verhandelt. Ach, er war doch schon gestern dort, weißt du das nicht mehr? Er schrieb für sie die Vertragsklauseln, die mich mitsamt meinen Habseligkeiten vor die Tür setzen. Eine wunderbare Aussicht. Er war der Auffassung, dass wir das Beste daraus machen sollten. Doch er glaubte nicht, dass wir das Video kriegen. Trotzdem bat ich ihn, mit ihr zu reden. Ach, wenn es doch nur funktioniert. Denn das, was ich dir jetzt geben will, ist vor allem mein Ja-Wort. In der Gewissheit, dass wir für Kellys Unschuld den Beweis in unserer Hand haben. Wir müssen einfach daran glauben. Und wenn nicht, wenn es nicht... Natürlich heiraten wir. Wir werden nichts anderes tun. Wie kann sie nur... Sie wagt es, mit meinem Leben, mit deinem und mit Kellys Leben zu spielen. Ist ja gut. Eins nach dem anderen. Erstens lassen wir sie nicht mit unserem Leben spielen und zweitens helfen wir Kelly. Nur so wird es gehen. Mhm. Ja, Cissy Capwell? Mr. Capwell, ich glaube, wir haben etwas. Der eine Detektiv, was? Einen Schließfachschlüssel, registriert unter Laura DeMott. DeMott, das ist Ginas Name aus erster Ehe. So wie wir Zugang zum Schließfach haben, hören Sie von uns. Die Bank überprüft noch die Anfrage dazu. Allerdings brauchen wir noch eine richterliche Anordnung. Holen Sie die. Meine Rechtsabteilung wartet. Haben Sie denn etwas gefunden? Wir haben 2 Versuche. Einer muss ein Treffer sein. Weißt du, was mir am Champagner so gefällt? Was? Er schmeckt immer, man kann ihn überall trinken. Im Wohnzimmer kann man ihn trinken und auch im Schlafzimmer. Ich habe noch eine Flasche im Schlafzimmer. Ich liebe Männer, die vorausdenken. Und wann ist dir die Erleuchtung gekommen, Gina? Was meinst du damit? Mich fasziniert die Mechanik des Ablaufs. Wie lange, nachdem dir das Video in die Hände fiel, hast du darüber nachgedacht, was du damit anstellst? Weißt du, ich hatte es einfach und darüber wollte ich nicht lange nachdenken. Aber dann, als Kelly des Mordes angeklagt werden sollte, da wollte ich es als Beweisstück abliefern. Wirklich, so war es. Du glaubst mir doch, oder? Hältst du mich für einen Idioten? Aber natürlich glaube ich dir. Nachdem man sie dann aber in die Anstalt brachte, wusste ich, dass ich es behalte. Und würde man sie vor Gericht stellen, dann könnte ich es für einen hohen Preis weiterverkaufen. Und würde bekommen, was ich will. Also konnte ich es beruhigt abwarten. Du hast eine große Geduld bewiesen.
die nur durch deine Habsucht übertroffen wird. Ich musste nur auf den richtigen Moment warten. Du bist sehr vorsichtig gewesen. In der ganzen Zeit hat offenbar niemand das Video bei dir vermutet. Natürlich war ich vorsichtig, um mich gegen Leute wie dich abzusichern. Wenn du meinst, dass es leicht gewesen ist. Wo in aller Welt hast du es aufbewahrt? Du musst es sehr gut versteckt haben, damit es niemand durch Zufall findet. Oder mit Absicht, wie vielleicht du, mein Süßer. Um sicher zu gehen, habe ich das Versteck immerzu gewechselt. Naja, und noch hat es niemand gefunden. Oh, noch etwas Champagner? Natürlich. Warum habe ich ihr so viel Champagner gegeben? Sie wird mir noch vom Sofa kippen, bevor ich was rausgekriegt habe. Findest du nicht, wir sollten auf etwas trinken? Ja, zum Beispiel auf die Dummheit, auf deine. Auf unsere Versöhnung. Das war schon lange fällig. Ich bin zum Äußersten bereit, solange es nicht im Bett endet. Auch meine Belastbarkeit hat Grenzen. Idiot. Tschüss. Dumme Gans. Tschüss. Lass uns nichts überstürzen, Gina. Gehen wir es langsam an. Der Schlappschwanz will einfach nicht zur Sache kommen. Denkt ihr denn eigentlich immer nur an Sex? Vielleicht könnte ich einen kleinen Happen aus der Küche holen, hm? Gute Idee. Du magst doch Erdbeeren mit Schlagsahne? Du kennst meine Vorlieben. Bin gleich zurück. Hallo? Ja, Lilly Light, bitte dringend. Ist sie dort? Danke sehr. Hallo, Lilly? Hallo? Lilly, ich weiß nicht, was mit Mason ist, aber er hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Er scheint betrunken zu sein, glaube ich. Er will mich nicht gehen lassen. Ich habe große Angst. Gina! Oh, Mason. Oh nein! Oh. Dich? Die Schlagsahne reicht mir. An deinem Finger sieht sie lecker aus. Versuch doch auch mal. Ja, gerne. Du kriegst die nächste Portion. Ich glaube, ich habe ihn dort, wo ich ihn haben will. Sie glaubt, sie hat mich dort, wo sie mich haben will, aber sie täuscht sich. Es ist nicht einfach zu fassen, aber dass mir das immer wieder so geht. Was? Du bist so wunderschön. Eden, ich kann dir nicht sagen, wie schön du aussiehst. Du solltest Mama sehen. Ja, das liegt bei euch ganz sicher in der Familie. Ist sie nervös? Du weißt doch, wie Hochzeiten sind. Sie machen alle ziemlich nervös. Mich nicht, niemals. Ich zucke nicht mal mit der Wimper, wenn unser Tag kommt. So sicher? Wenn du nicht noch einen Rückzieher machst, ja. Das würde ich nicht. Trotzdem du die Dinge von mir erfahren hast, die nicht unbedingt sehr heroisch sind. Nichts könnte an meiner Liebe zu dir etwas verändern. Ich höre das heute sehr gern. Ich auch. Du weißt, ich liebe dich. Und ich meine, die heutige Hochzeit müsste auch uns einen Ansporn geben. Ich kann unseren Tag gar nicht mehr erwarten. Was ist los mit mir? Es fängt an, mir zu gefallen. Er hat es noch immer drauf. Keith könnte was von ihm lernen. Ich bin von meinem Vorhaben abgekommen.
Ich sollte es erst zu Ende bringen. Wieso hoffe ich, dass Lilly im Stau stecken bleibt? Gina, wenn das hier vorbei ist, sagst du mir dann, was ich wissen will? Oh nein, ich werde nichts ausplaudern. Du wirst eine böse Überraschung erleben. Oh, was für eine Überraschung. Seit wann sind Ihnen Flügel gewachsen? Sie sehen nicht wie jemand aus, der in Gefahr ist. Einen Augenblick, Lilly. Oh, Mason. Ich weiß, dass du nur auf das Video scharf gewesen bist. Aber bei dem Vergnügen, das wir gerade hatten, dachte ich, dass nur Lilly in der Lage ist, meine gefährdete Seele zu retten. Wer weiß, was ich noch gesagt hätte im Überschwang stürmischer Begierden. Verschwinden Sie hier! Ich bin gleich fertig mit ihm, Engelchen. Oh, die Erdbeeren waren köstlich, Mason. Und diese Schlagsahne dazu war wirklich traumhaft. Adieu. Wie konntest du sie anfassen? Du weißt ganz genau, dass du mich schrecklich verletzt damit. Ich versuchte, ihr Vertrauen zu gewinnen, um zu erfahren, wo das Video ist. Dann hätte ich meinen Vater angerufen und der hätte seine Männer hingeschickt. An deinem Vater liegt dir doch nichts. Hör zu, es liegt mir was an Kellys Freiheit und deshalb war es mir das Opfer wert. Es sah nicht so aus, als wäre es ein großes Opfer für dich. Wie konnte ich an, dass du auftauchst? Von mir aus denk doch, was du willst. Dass dir noch einiges an mir liegt, hatte ich gedacht. Allerdings könnte ich dich jetzt nachher nicht mehr anrühren. Wer bittet dich, das zu tun? Einmal war genug für uns. Tut mir leid, Lilly, aber so ist das. Ich will mich nicht dauernd dafür rechtfertigen. Du solltest meiner Meinung nach die letzte Person sein, die die Motive anderer Menschen in Frage stellt. Mann, du bist wunderschön. Komm her. Ja. Ach, Ted, wenigstens kannst du heute hier sein. Kelly kommt auch her. Ich meine, sie wird nicht bei der Trauung dabei sein, aber danach schon. Das hoffe ich. Sie besteht darauf, Mom, die ganze Sache verläuft ohne jede Störung. Versprichst du mir das? Mom, was glaubst du denn? Sowas ist ein einmaliges Erlebnis. Wie viele Menschen sind schon Trauzeuge, wenn ihre Eltern heiraten? Ich meine, beim ersten Mal war ich nicht mal dabei. Und nach der Trauung werden wir alle wieder zurück ins Haus gehen und werden dort tafeln. Es wird eins dieser berühmten Essen sein, wo du und Dad euch an der Stirnseite der Tafel gegenüber sitzt. Da gehört ihr beide hin. Mom, wir brauchen euch wirklich, damit wir endlich wieder einen Schiedsrichter für unsere Kämpfe haben. Oh. Oh. Mom, so fröhlich musst du zum Altar gehen. Ich fürchte, so weit ist es noch nicht. Könntest du mir deinen Arm leihen, mein großer Junge? Du bist mein Ein und Alles, weißt du. Mein heißgeliebter Sohn. Ach. Darf ich bitten? Komm schon, Kies. Du solltest wissen, dass das ständige Rumhängen in Bars nichts für Arbeitslose ist. Bestimmt keine guten Gewohnheiten. Spar dir das für dein Buch Gina Capwells Ratschläge fürs Leben, hm? Na schön, du wirst nicht gern daraufhin angesprochen, dass du arbeitslos bist, aber ich denke, wir könnten etwas dagegen tun. Hä? Du hattest recht mit Mason. Sein Vertrag war ein linkes Ding. Er hat mich nach Strich und Faden betrogen und ich suche einen neuen Partner. Dich. Herzchen, ist das jetzt nicht zu spät? Cici tritt in dieser Stunde vor den Altar. Nein, es ist noch Zeit. Nun komm endlich. Halt, warte, Gina. Er wird dich gar nicht erst in die Nähe seiner Behausung lassen. Du hast doch sowas wie eine Einladung. Um mich mach dir keine Sorgen. Ich kann doch aufs Dach steigen und durch den Kamin herunterrutschen. Nehmen wir an, dass du reinkommen würdest, ja? Dann hat er aber auf dein Video immer noch nicht angewiesen. Du wirst dich gedulden müssen und abwarten, wie alle anderen auch. Nein, nein, nein. Dein Hauptunterhändler dürfte auf gar keinen Fall überrascht werden. Im Gegenteil, er müsste umfassend über alle Fakten informiert sein. Du wirst dich jetzt mit dem Vertrag befassen, denn mit Mason hat das Spielchen nicht geklappt. Ich will eine Fassung, die CC unterzeichnen kann. Du wirst diesen Vertrag gründlich prüfen und ihn von Masons Fehlern befreien. Nein. Damit ist Schluss. Ich will, dass du klar denkst.
Ist das Milch? Das ist Milch. Na komm schon, komm mal. Ach. Los! Ach, gib doch Ruhe, du pochendes Herz. Die Tochter der Braut sieht fabelhaft aus. Ihr Name steht nicht auf unserer Gästeliste. Oh, Ihr Vater wollte mich einwickeln, damit ich den kleinen Ted schone. Was bin ich jetzt für Sie? Eine persona non grata, hä? Weil ich nicht mehr Bezirksstaatsanwalt bin, ja? Mich würde interessieren, wie das passiert ist. Oh, fragen Sie doch bitte Castillo. Ihr Freund brüstet sich sicher damit, hm? Erfreuen Sie sich daran. Und auch an ihm, solange Sie es noch können. Wissen Sie, dass ich wirklich genug von Ihrer Hetzkampagne gegen ihn habe? Sie machen Cruz etwas zum Vorwurf, woran er keine Schuld hat. Da hat man Sie leider falsch informiert, fürchte ich. Dass ich meinen Job verloren habe, ist noch das Wenigste. Ich weiß, was ich ihm vorwerfe. Ich weiß, was ich sage. Sie richten Ihren Zorn gegen die falsche Person. Ach, das ist doch genau das, was auch Castillos verflossene Flamme Victoria gesagt hat. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Dann müssen Sie sie fragen, wieso? Mama, ich habe deinen Brautstrauß. Oh, das ist wundervoll, danke. Würden Sie uns einen Augenblick entschuldigen, denn ehe es losgeht, brauche ich noch etwas Zeit. Ich gratuliere Ihnen, Sophia. Entschuldigen Sie mich dann. Danke. Und alles Gute. Soll ich auch verschwinden? Nein, 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 nicht du, nein. Hast du Mason gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber Mama, ich glaube, ich werde kaum enttäuscht sein, wenn er nicht kommt. Ich möchte, dass er auch da ist. Was meinst du damit? Weil ich es sehr ärgerlich finde, dass manche Menschen so unfair sind. Es gibt bestimmte Personen, denen ich ihre Grausamkeit nicht verzeihen werde. Redest du über Mason? Nein, 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 verzeih mir, Kleines. Ich bin nur nervös, das ist alles, weiter nichts. Mama, sieh doch, du und Daddy, ihr beide habt doch in letzter Zeit so viel durchmachen müssen. Es ist also ganz verständlich, dass du Angst hast. Ich werde dir jetzt etwas geben, obwohl ich noch damit warten wollte. Weißt du, du wirst es als eine Art Glücksstern tragen. Ich kann ein wenig Glück gebrauchen. Hier hast du es. Ich danke dir. Gern geschehen. Oh. Oh, Eden, es ist bildschön. Was steht da? In Liebe zum Hochzeitstag Eden. Oh, Kleines, du bringst mich zum Weinen. Das habe ich geahnt. Danke. Es gefällt dir also. Es ist wundervoll. Soll ich mal nachsehen, ob das Masons Auto ist? Würdest du das tun? Aber sicher. Danke. Hier, vergiss es nicht. Oh, nein, ganz sicher nicht. Haley. Hallo. Ich wusste nicht, ob du willst, dass ich komme. Ich bin gekommen. Für den Augenblick vergessen wir alles andere und genießen beide diesen wundervollen Moment. Ja. Am besten, du setz dich erst mal hin. Ich komme gleich zu dir. Ein Anruf, Mr. Keppel. Danke. CC Keppel. Wir haben das Schließfach öffnen lassen und fanden ein Videoband. Wir werden es uns gleich ansehen. Ich nehme an, Sie können sich jetzt nicht freimachen. Oh, ich werde in 5 Minuten heiraten. Sobald Sie sich das Video angesehen haben, rufen Sie mich sofort an. Verstanden? Ja. Danke. Da bin ich, dein bester Freund. Hier sind Genügelstühle. Könntest du dich vielleicht woanders hinsetzen? Bestimmt erinnerst du dich daran, dass du mir erzählen wolltest, was mit Katie geschehen ist. Und es endete damit, dass du mir ein Loblied auf Castillos Charakter gesungen hast. Jetzt würde ich gern den Rest. Wieso denkst du eigentlich, dass ich mehr weiß als du? Eden. Thank you.
Liebe Freunde, wir haben uns hier versammelt, um im Angesicht Gottes und der Anwesenden zu verbinden, was... Verzeihen Sie bitte, Hochwürden. Der Anruf ist wichtig, ob schon gegen die Regeln, entschuldigen Sie mich. Ja? Wir haben das Video gesehen. Vollständig? Ja, deswegen rufe ich an. Es war nicht viel drauf, ungefähr 15 Sekunden. 15 Sekunden von was? Ihre Tochter und Dylan Hartley, als er gerade ankommt. Er sagt Hallo, sie sagt, sie sei beschäftigt und dann bricht es plötzlich ab. Der Rest ist gelöscht. Ich fürchte, man hat uns reingelegt, Sir. Was ist denn passiert? Es sieht schlecht aus. Sie hat uns schon wieder reingelegt. Oh mein Gott. Freddy, was ist denn los?